Hi ihr Lieben, ich habe mal wieder einen Haul. Also das war nicht geplant und ich bin nicht schuld. Und das ist ein sehr gemischter Haul, das heißt, ich habe Beauty, ich habe Deko-Zeugs, was ich auch sehr, sehr geil finde. Ich werde mich nicht rausreden, ich habe wieder ein paar Sachen geholt, die ich brauche, nicht brauche, wollte. So, zum einen habe ich bei Nutino.de bestellt. Ich kannte die Seite vorher noch gar nicht. Ich bin deshalb darauf gestoßen, weil ich einen Fake Bake Selbstbräuner bestellen wollte. Den gab es reduziert auf der Seite von Nutino. Und da habe ich direkt auch ein paar andere Sachen gefunden, die mir gefallen haben. Und ich hätte, glaube ich, noch 100 andere Sachen nehmen können, weil die haben sehr viel internationale Sachen, auch aus Amerika. Und sogar polnische Produkte haben sie da. Also schaut mal da vorbei. Ich werde nicht gesponsert, leider. Aber guckt mal da vorbei. Die Seite ist wirklich der Hammer. Und der Versand ging so schnell. Ich habe am Freitagabend, glaube ich, bestellt. Und Dienstag die Woche darauf habe ich dann schon die Bestellung in der Hand gehabt. Also super, super schnell. So, zum einen, wie schon gesagt, wollte ich den Fake Bake Selbstbräuner haben. Und da habe ich Flawless Self-Tan Liquid genommen. Die Verpackung sieht so aus. Dazu muss ich sagen, ich habe den jetzt schon einmal benutzt. Also die Bräune, die ihr gerade an mir seht, das ist dank diesem Selbstbräuner. Das sind 177 Milliliter und davon gibt es noch eine kleinere Version. Bei der großen habt ihr jedoch direkt einen Applikator mit dabei. Der sieht so aus. Und da kommen noch so schwarze Latex-Handschuhe oder ich weiß nicht, was für Handschuhe das sind. Und die könnt ihr auf jeden Fall öfter als einmal benutzen. Also die sind wirklich sehr, sehr robust und die sind auch empfehlenswert, weil der Applikator an sich reicht nicht. Achso, und den Selbstbräuner kann ich euch empfehlen. Nur mal so. Und dazu gibt es übrigens auch noch ein Video. Entweder vor diesem Video oder nach diesem Video stelle ich ein Selbstbräunungsvideo hoch. Also bleibt dran. Oder schaut euch das Video vorher an. So, auf der Seite von Nutino.de gibt es auch viele Zahnaufhellungspasten und Produkte an sich. Und da habe ich mir diese hier bestellt. Diese Crest 3D. Diese Crest 3D oder 3D, mein Gott, wieso mache ich es so kompliziert? White. Ich habe sie ehrlich gesagt einmal schon benutzt und muss sagen, das tut ein bisschen an den Zähnen weh. Also wenn ihr sehr empfindliche Zähne habt, dann kann ich euch diese Zahnpasta wahrscheinlich nicht empfehlen. Und die hat ungefähr zwischen 4 und 5 Euro gekostet. Ja. Ich werde euch die Sachen übrigens in der Infobox verlinken, wenn ich sie nochmal finde. So, dann habe ich gesehen, dass sie Ardell-Wimpern zu sehr guten Preisen da hatten. Und da habe ich mir die Demi Wispies in Black mitgenommen. Die haben 4 Euro und ein paar zerquetschte gekostet. Und ja, und ich glaube, die bekommt man sonst im DM oder Rossmann für ein bisschen mehr. Also ich habe das als Schnäppchen empfunden. Also es ist mitgekommen. Dann habe ich die Burt's Bees Lippenpflegestifte gesehen. Ich habe mich für die Version Vanilla Bean entschieden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die riechen einfach nur nach Wachs. Also irgendwie gar nicht nach Vanille. Pflegen gut, aber ganz ehrlich, das tut ein Labello-Lippenstift, Pflegestift auch. Okay, die sind 100% Natur, also sollten sie vielleicht gar nicht so stark riechen, was ja ganz gut ist. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es bei DM auch Burt's Bees Lippenpflegestifte gibt und zwar sogar in Himbeere und Granatapfel, glaube ich sogar. Ja, auf der Seite waren sie etwas günstiger, aber jetzt auch nicht so viel, dass es sich lohnen würde, das übers Internet zu bestellen, sondern ihr könnt zu DM gehen und da gibt es die jetzt auch anscheinend. Übrigens hängen die bei DM nicht bei den Lippenpflegestiften, sondern ich habe sie auf einem Extra-Regal gesehen, wo häufig ausländische Produkte angeboten werden oder ich weiß nicht, ob das dann limitierte Editionen sind, aber auf jeden Fall stand das auf einem extra Regal. Was ich aber unbedingt haben wollte, sind diese Dinger hier. Und zwar sind das Desinfektionsgele. Und die sehe ich immer bei Ami-YouTubern und bin immer total neidisch, dass sie so kleine Desinfektionsgele haben für die Handtasche, was ich extrem praktisch und schön finde. Weil ich bin, was sowas angeht, ein kleiner Hypochonder. Ich habe das Gefühl, dass meine Hände immer dreckig sind und wenn ich unterwegs bin, dann muss ich immer mal wieder zwischendurch desinfizieren, weil, oh, wenn ich daran denke, was ich alles anfasse und was Leute anfassen, ist auch egal. Also eigentlich sind da 5 Stück drin. Eins davon habe ich schon in meiner Handtasche. Das ist Melone und Gurke, also Cucumber. Riecht ganz okay. Aber dann haben wir nochmal Black Cherry Merlot. Übrigens sind die von der Firma Bath & Body Works. Also
ganz ehrlich, schaut auf nutino.de vorbei, weil die haben Bath and Body Works Sachen und da sind auch Bodysprays dabei. Ich glaube sogar Kerzen sind dabei. So, und dann haben wir einmal Black Cherry Merlot. Und, oh Gott, es kommt raus. Oh, und ich muss mal selber schnuppern. Ich habe mir noch nicht... Oh. Und ich finde es immer so schlimm, wenn Desinfektionsgele extrem nach Alkohol stinken. Ja, ich weiß, dann wirken sie vielleicht besser, aber das riecht richtig gut. Dann haben wir Sweet Pea. Aber, ach scheiße, die Dinger kommen raus, wenn man sie aufmacht. Ey. Das ist aber nicht so gut, ey. Oh, Sweet Pea riecht ein bisschen frischer, aber auch sehr, sehr schön. Und übrigens, die kommen alle in so einem Fünferpack und kosten 12 Euro noch was. Und dann gibt es sie aber auch nochmal einzeln, die kosten dann 6 Euro noch was. Aber ich dachte, okay, dann zahle ich lieber den doppelten Preis und habe 5 Stück anstatt nur ein Stück. Dann haben wir Peach Bellini. Peach Bellini riecht wie ein Eis. Aber ich weiß nicht genau, welches. Und dann haben wir noch Beautiful Day. Okay, alles klar, was ich nicht gedacht hätte. Beautiful Day riecht einfach nur frisch, aber so sommerlich frisch. Ich mache gerade echt einen Dufttest für Desinfektionsgele, also crazy. Aber ich glaube, das ist sogar mein Favorit. Also die kann ich wirklich empfehlen, die sind mega. Ich meine, guck doch mal, wie süß die sind und bunt und sie halten euch einigermaßen sauber, wenn ihr unterwegs seid. Ist das nicht toll? Okay. Okay, das war's für meine Nutino-Bestellung. Dann war ich gestern bei DM und musste mir ja mal wieder neue Augenbrauenstifte holen, weil mein Catrice Augenbrauenstift, ohne Witz, der ist nach anderthalb Wochen leer. Dieser aufdrehbare Augenbrauenstift von Catrice. Unfassbar. Ich werde ihn mir einfach nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr holen, weil 2,45 muss ich alle anderthalb Wochen ausgeben für einen Augenbrauenstift. Also irgendwie müssen die das ändern, weil es regt mich extrem auf. Und dann habe ich bei DM von Essence diese Eyebrow Pomade Pencil Waterproof gesehen. Das sind auch aufdrehbare Stifte. Da. Und ich habe mir die Farbe Brown genommen. Ich habe deshalb Brown genommen, weil Blond war mir wirklich zu arschig. Also das war schon fast so ein Hellgrau und das ist dann, das passt nicht so ganz zu mir. Die Farbe finde ich mega. Die Farbe passt super zu meinen Augenbrauen. Wobei ich jedoch die Mine etwas zu dick finde. Also wenn die dünner wäre, dann wäre das ein idealer Stift. Und der Stift kommt mit so einem etwas komischen Pinselchen. Ja. Den Pinsel kann ich nicht so ganz definieren, was der bringen soll. Aber okay, ein Bürstchen würde mehr Sinn machen. Aber was ich gut finde, ist, dass da auch ein Anspitzer dabei ist. Das heißt, okay, ich kann ihn anspitzen, dann ist er schon dünn genug, aber er könnte auf jeden Fall dünner sein. That's what she said. Und dann habe ich noch von Trended Up einen Augenbrauenstift mitgenommen. Übrigens hat der von Essence 1,25 Euro, glaube ich, gekostet. Den von Trended Up finde ich aber besonders geil, weil der hat nämlich die typische Anastasia Beverly Hills Form. Ist etwas dunkel, aber auch da war die hellere Farbe, glaube ich, zu aschig. Und ich habe hier die Farbe 010 genommen. Am anderen Ende habt ihr ein Augenbrauenbürstchen, was ich ja immer sehr, sehr gut finde. Ich finde den von Trended Up einfacher aufzutragen, weil er eben diese spezielle Form hat. Und damit kann man ganz gut Härchen zeichnen. Und mit dem von Essence kann ich das nicht machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die beiden heute in Kombination aufgetragen. Und damit, mit dem von Essence, fülle ich super gerne aus. Also da, wo mir einfach Farbe fehlt. Und mit dem von Trended Up zeichne ich mir vorne so ganz feine Härchen und finde diese Kombination total super. Ich werde mal sehen, wie lange diese Stifte halten und wie schnell ich sie aufbrauchen werde. Und dann gebe ich euch nochmal Bescheid. So, dann ist endlich meine Lotion von Mama Love zu Ende gegangen. Der Geruch hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und jetzt habe ich mir für meinen Bauch, für meinen Babybauch, eine Bodybutter von Alverde mitgenommen. Eigentlich wollte ich ja die von Bellybutton mitnehmen. Aber ich war irgendwie schon wieder zu geizig, weil die 5,45 Euro kostet. Und die von Alverde kostet nur 2,95 Euro, glaube ich. Oder 2 irgendwas. Das ist übrigens die Mama Glück Körperbutter in wilde Malve. Was auch immer das sein soll. Und sie duftet gut. Und bei der von Bellybutton war ich mir nicht so sicher. Wobei, ich muss dazu sagen, an zweiter Stelle haben wir hier schon Alkohol. Also ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber sie duftet ganz angenehm. Also hat so einen ganz, ganz leichten, süßlichen, frischen Duft, was ich sehr, sehr schön fand.
Ja, die Verpackung finde ich ein bisschen billig. Das ist so ein Pink, aber extrem Plastik. Das sieht man sofort. Ich habe sie bis jetzt einmal benutzt und fand sie ganz in Ordnung. Lässt sich ganz gut verreiben. Also die ist schon dick, wie das eine Körperbutter so an sich hat, aber lässt sich trotzdem ganz gut verreiben. Vom Duft her finde ich sie aber super, super toll. Ab und zu benutze ich ganz gerne eine Gesichtsmaske. Und zwar am liebsten diese Sheet Masks, weil ich das Gefühl habe, dass dann die Feuchtigkeit besonders gut einwirken kann. Das bilde ich mir vielleicht aber auch nur ein. Und dann habe ich gesehen, dass es von Balea diese Sheet Masks gibt. Zum einen Be a Panda, also ganz ehrlich, also dass das jetzt ein Panda-Gesicht sein soll und das hier ein Tiger-Gesicht, das ist mir so ziemlich aber ich will einfach die Feuchtigkeit haben und da haben wir einmal dieses Be a Tiger ist belebende Pflege mit Granatapfelextrakt. Maske für jeden Hauttyp. Und dann haben wir Be a Panda und das ist beruhigende Pflege mit grüner Teeextrakt. Die kosten 1,90, 1,95. Und das waren übrigens die günstigsten Sheet Masks in der Drogerie. Also habe ich dazu gegriffen. Es gibt auch diese koreanischen, aber die kosten alle so um die 4 Euro. Und ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu happig. Also sind die nochmal mitgekommen. Ja, wenn ich eine Zeit lang ein Volumenshampoo benutze, dann neige ich dazu, Schuppen zu bekommen. Ekelhaft, ich weiß. Aber dann muss ich immer wieder zu meinem Pantene Pro V Anti-Schuppen-Shampoo greifen. Ich finde, das ist das beste Anti-Schuppen-Shampoo. Ich habe andere schon probiert und ich finde, nur das hilft mir. Und zwar ziemlich schnell, so nach, ich glaube, 2 oder 3 Haarwäschen hat sich bei mir das Problem gelöst. Pantene Pro V hat immer diesen eigenen, ganz besonderen, frischen und wunderschönen Duft. Jedes Mal, wenn ich mir damit meine Haare wasche, bekomme ich irgendwie Komplimente. Das ist irgendwie ganz komisch. Ja, empfehlenswert, wenn ihr Schuppen habt. Ja, das war's für meine Beauty-Sachen. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt die Deko-Sachen, die ich mir geholt habe. Also das erste könnt ihr schon die ganze Zeit in dem Video hier sehen. Und zwar ist das so ein Kunstfell. Das ist relativ groß. Das habe ich mir bei Amazon bestellt. Auf jeden Fall ist das relativ groß für, ich glaube, 20 oder 25 Euro. Und das habe ich mir eigentlich für Emmas Zimmer später bestellt, damit ich das vor, ich weiß nicht, vor dem Wickeltisch hinlegen kann. Verlinke ich euch auf jeden Fall. Ist super weich, sieht nicht billig aus, finde ich. Und hat auch extrem gute Rezensionen und deshalb habe ich es auch genommen. Und ich habe lange nach einem gesucht, also glaubt mir, ich weiß Bescheid. Dann war ich bei Nanunana und habe mir diese Vase hier geholt. Ich finde die so schön. Ehrlich gesagt ist das schon ein paar Wochen her, dass ich mir die geholt habe. Das ist ein wunderschönes Rosa, hat aber so eine leichte Beschichtung, dass es nicht ganz durchsichtig ist. Und ich habe einfach so eine Vase gebraucht, wo ich eine einzelne Blume reinmachen kann. Und das steht bei mir auf dem Nachttisch, was ich sehr, sehr schön finde. Und ich habe mir dann auch direkt eine künstliche Blume von Nanunana mitgenommen. Und ich finde, Nanunana macht es ganz gut mit den künstlichen Blumen. Die sehen immer ganz schön aus, muss ich sagen. Das ist so ein Altrosa. Und das steht bei mir so auf dem Nachttisch. So, und weil mir eine Blume nicht genug ist, habe ich noch mehr mitgenommen. Ich habe übrigens die hier auch noch in Weiß da. Die stehen bei mir im Wohnzimmer in einer wunderschönen Vase, die ich aus dem Woolworth habe. Die hier sind auch von Nanunana, auch das Stück 1,95, genau. Und das ist so ein ganz leichtes Peach-Rosa, was ich so, so toll finde. Die werde ich vermutlich später bei Emma auch im Zimmer aufstellen. Und ich weiß auch schon, in welche Vase. In Anführungsstrichen Vase. Ich habe mir mal diesen Champagnerbehälter bei TK Maxx geholt. Ist schon, glaube ich, 1 oder 2 Jahre her. Aber ich habe das mal auf einem Foto gesehen oder bei irgendeiner YouTuberin, dass sie hier drin Blumen hält. Und ich fand das so, so schön. Ja. Okay, also die Blumen könnten etwas höher stehen oder größer sein, glaube ich. So in der Art. Ich werde vielleicht am Boden irgendetwas noch hinlegen, damit sie ein bisschen weiter oben rausstehen. Aber so von der Idee finde ich das super, super schön. Aber so, so schön. Oh, eine Laugenstange, die hart geworden ist. Die gehört nicht zum Haul. Ich habe gesehen, dass Nanunana Raupendüfte hat. Und zwar viele verschiedene. Und in den hier habe ich mich verliebt. Und zwar ist das Sunny Day. Und das riecht frisch, süßlich, sommerlich, wunderschön. Und das werde ich mir ins Badezimmer stellen. Und ich freue mich schon extrem darauf. Ich habe darauf gewartet, dass ich dieses Video drehe.
und das endlich in mein Badezimmer stellen kann. Und die kosten, glaube ich, 5,95 Euro die Flasche. Ja, schaut euch das mal an. Und Sunny Day kann ich euch empfehlen. Also große, große Empfehlung. Und ganz, ganz zufällig habe ich etwas gefunden bei Nanunana, was ich auch unbedingt gebraucht habe und was ich schon im Internet gesucht habe, aber irgendwie nicht das Richtige gefunden habe. Und zwar ist das ein Weekly Planner. Das finde ich so wichtig, weil ich schreibe mir jeden Tag meine To-Do-Liste auf einem scheiß Post-it auf und das regt mich irgendwie auf. Ja, wenn da einfach so ein Post-it rumliegt, mag ich das einfach nicht. Und deswegen habe ich mir dieses schöne Ding mitgenommen. Ich meine, hallo, rosa, grün mit Flamingos drauf. Und das kostet 3,95 €. Hier sind 52 Blätter drin. Also die sind wirklich einfach nur ganz simpel zusammengeheftet. Und dann habt ihr Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Wochenende und dann eine Spalte für nächste Woche und Notizen. Ja, schön übersichtlich. Ich kann es mir auf meinen Tisch legen. Dann habe ich das so im Blick und es sieht schön aus und ich kann meine Sachen abhaken. Kleiner Tipp, wenn ihr nicht aus dem Arsch kommt, um Sachen zu erledigen, die Dinge aufzuschreiben und die Befriedigung, sie abhaken zu können oder durchstreichen zu können, ist so groß. Versucht es. Ich kann es nur empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Sachen zeigen und euch vielleicht inspirieren. Vielleicht habt ihr jetzt auch Bock, Geld auszugeben. Wenn ja, dann tut es mir leid. Aber auch nicht so doll. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte, bitte einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!